So, Freunde, da sind wir auch bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich hab so lange überlegt, soll ich Skyrim auf dem Kanal hochladen, weil das Spiel ja schon ein bisschen älter ist. Aber ich habe so Bock gehabt, ne? Ich habe hier Vikings und The Last Kingdoms auf Netflix gesuchtet und ich hatte so Bock, mal wieder so ein bisschen so ein mittelalterliches Setting zu spielen. Allein die Musik gerade, es ist so Nostalgie, hört euch das an. Oh, Alter, das sind Erinnerungen, das ist so lange her. Kurz vorab, wir haben über 60 verschiedene Mods, die sind aber alle nur visuell, also Wassertexturen, Bäume, Gras, Beleuchtung und so weiter. Es sind keine Mods, die Gameplay verändern. Wollte ich nur vorher abgestimmt haben, weil das Spiel ist von 2011, deswegen ist die Grafik auch nicht mehr die allerschönste. Sieht noch gut aus, aber ne, wir haben ein bisschen nachgeholfen. Ich drücke einfach mal auf neues Spiel gerade. Und was ich noch anmerken wollte, wie ihr wahrscheinlich im Titel gesehen habt, heißt dieses Let's Play Skyrim Assassine oder sowas in die Richtung. Und zwar habe ich das so gemacht, aus dem einfachen Grund, dass ich nicht, wie alle, die das Spiel schon mal gespielt haben, so wie ich auch, ne, man spielt als Krieger mit Zaubern oder sonst irgendwas. Und ich möchte einfach mal diesen anderen Weg gehen, dass ich einen Charakter habe, der einfach im Dunkeln bleibt, nicht entdeckt wird. Und vielleicht auch nicht so viel Irre hat, wie man von meinem Kanal erwarten sollte. Und ja. Da ist noch eine schöne Mod-Nachricht. Okay. Ich würde sagen, ich halte jetzt meine Schnauze. Und wir gönnen uns hier dieses absolut ikonische Intro, was auch wahrscheinlich jeder in seinem Leben schon mal irgendwo gesehen hat. Und ja. Viel Spaß. Mit diesem absolut geilen Spiel. Von dem ich hoffe, dass auch bald der Nachfolger angekündigt wird. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Wahrscheinlich. Das ist Helge. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwemmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt.
ins Haus. Sofort. Oh. Ja, Papa. Ja. Halten wir an? Da sind wir in Helgen, Freunde. Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Da war ich wohl zur falschen Zeit am falschen Ort, Mann. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Raloff von Flusswald. Bro, ich will nicht. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Ich auch nicht. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Hier, Belgien! Das ist eine dumme Idee. Oh. Will sonst noch jemand fliehen? Mm-mm. Wartet, ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ja, wer sind wir? Das werde ich kurz off-camera machen, weil ich bin nicht, ne? Ich mache zwar einen schönen Charakter, ich kann vorab verraten, wir werden ein Khajiit sein. Einfach weil Assassine, ne? Verständlichermaßen. Und, ja. Ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach und wir sehen uns dann wieder, wenn ich fertig bin. So, Freunde, da bin ich auch wieder zurück. Ich habe hier ein Khajiit erstellt, ja. Ich meine, der sieht jetzt natürlich für uns nicht sehr natürlich aus. Aber ich habe hier versucht, so ein bisschen so ein totenkopfmäßiges Gesicht zu machen. Wo dann auch, wenn der dann zum Beispiel eine Kapuze über hat, das vielleicht ein bisschen gruseliger aussieht. Ich habe auch versucht, orangene Augen zu bekommen. Es geht leider nicht ganz. Aber ja, ich würde sagen, wir geben ihm jetzt einfach mal einen Namen. Und der heißt natürlich Lufo. Richtig geiler Katzenname, ne? So. Gehört ihr zu einer der Karawanen, Khajiit? Euresgleichen scheint den Ärger ja förmlich zu suchen. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Elsweyr zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Na gut. Da hat das Spiel kaum angefangen. Da werden wir schon hingerichtet. Das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen. Bla, bla. Das interessiert von uns hier keinen. Schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Genau so sieht das aus. Wie ihr wünscht. Wir glauben nicht an eure Götter. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Ich hab nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Alter. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Dem Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Katze, ihr seid dran. Ich? Warum? Ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Können wir darüber noch mal reden? Gefangener, schön weitergehen. Ach Mann. Kriege ich wenigstens einen eigenen Korb oder sowas? Na. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Glück im Unglück? Ich weiß nicht, Mann. Wie ist das möglich? Oh.
Lass mich raus hier! Boah, das war knapp. Da ist mir fast ein Steinchen auf den Kopf gefallen hier. Hallo? Oh. Okay, ich muss los. Oh. Das ist ein Drache, Mann. Okay, scheiß auf euch, ich gehe. Na, wow! Holy shit! Alter. Von dem ist nichts mehr übrig. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und macht immer weiter. Oder? Alles klar. Er müsst hierher kommen. Los! Hat wahr. Schneid mich los. Hat wahr. Du hast ein Schwert. Schneid mich los. Bleib nah bei mir. Wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Warum bist du so leise? Na, du Glatze, wir müssen weg hier. Okay. Alter. Okay. Ich hasse die Imperialen. Ich gehe mit dem Sturmmantel. Boah. Alter. Alter. Das ist echt, Okay. Ich weiß nicht, ob in einem Haus so eine gute Idee ist. Gefühlt wird das wahrscheinlich einstürzen, oder? Rest in peace. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Mach. Dankeschön. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Das machen wir doch. Man sieht, ich habe auch eine Mod für Inventarmanagement. Weil das Inventarmanagement in dem richtigen Spiel ist dezent ungeil. Das wollte ich nicht ablegen eigentlich. Na schön. Achso, warte, habe ich es angezogen? Ne, ich habe das wieder ihm gegeben. Sekunde. So. Gut. Ziehen wir einmal den Brustpanzer an, dann rüsten wir die Axt aus und dann würde ich sagen... Schwingt die Axt. Gönne ich mir auch gerade nochmal Flamme auf die Offhand. Wir versuchen einen Weg hier herauszufinden. Okay. Schnell speichern. Versuchen wir es mal beim Tor. Verdammt. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Wie kommen wir dann? Dann müssen wir wieder da rausgehen, Brynjolf. Radolf. Oh, fuck. Öffnet dieses Tor. Dieses geschlossene Auge hier heißt übrigens, dass wir schleichen und nicht entdeckt sind. Und wenn das Auge gleich aufgeht, dann sind wir entdeckt. Magica Low, ja. So, wir gönnen uns mal alles. Eisendolch, schwere Schienen. Auf der anderen Seite ist nicht... Oh, Schlüssel zur Festung. Sehr gut. So. Und dann nichts wie raus. Ja, mach dich mal locker. So, erstmal würde ich sagen, gucken wir mal. Weil wir ja ein Assassine sind, gehen wir natürlich auf leichte Rüstung, ne? Aber diese Rüstung hier hat 25, das heißt, sie hat...
Die hat zwei mehr Rüstung als das, was wir gerade haben. Leichte Armschienen. Wir haben noch keine Armschienen. Die Stiefel haben auch eins mehr als das, was wir gerade haben. Und wir haben noch keinen Helm. Okay. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns gerade auch nochmal. Das Schwert macht 9 Schaden, die Axt macht 9 Schaden, aber das Schwert ist, glaube ich, schneller, ne? Gönnen wir uns gerade mal das Schwert. Und bevor ich jetzt hier irgendwo nochmal weglaufe, ne, gucken wir erstmal hier hinten auf der Seite, wo die hergekommen sind, ob hier vielleicht noch irgendwas ist. Noch ein Schwert, das ist aber nur ein Eisenschwert, das kann da auch bleiben. Eisenschwert brauche ich nicht. Kaiserliche Rüstung nehmen wir mal mit. Stiefel und Schlüssel. Ja, 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 Brynjolf. Oder nicht Brynjolf, sondern Radolf. Mach dich mal locker. Wer ist denn Brynjolf nochmal? Die Fürstentümer von Himmelsrand. Da sind auch hier Bücher drin, die man lesen kann natürlich. Aber ich glaube, das lassen wir gerade mal. Und ja, ich glaube, hier haben wir dann auch das meiste, ne? Ich würde sagen, dann gehen wir mal weiter. Und ja, wie man... Und dann nichts wie raus. Wie man hier sieht, habe ich auch einen Feuer-Spell gerade auf meiner linken Hand und das Schwert auf der rechten Hand, weil wir im Moment noch nicht wirklich viel anderes zur Verfügung haben. Und ich mache ja alles, was ich machen kann, um Schaden anzurichten. Ich habe gesagt, unterirdisch und in Häusern und so ist doof. Radolf. Huch, was ist denn da los? Na, ich habe gerade überlegt, ob die vielleicht befreundet sind, aber offensichtlich nicht. Oh! Brenn! Ah. Erstmal gucke ich mal, was der so dabei hat, ne? Ich würde sagen, wir nehmen mal alles mit, was hier, was wir können, was vielleicht nicht so schwer ist. Eisenpfeil. Ja, die Rüstung ist wahrscheinlich wert 100. Komm, wir nehmen einfach mal gerade das meiste mit einfach. So, dann würde ich sagen, das hier nehmen wir auch alles mit, weil Alchemie wird ein Bestandteil von unserem Charakter sein hier. Deswegen nehmen wir hier Zutaten und sowas mit. Salz ist auch eine Zutat. Trank der Magiker. Ah, Schränke und so durchsuchen wir nicht. Da ist im Allgemeinen nicht wirklich was Gutes drin, glaube ich. Zaubertrank der geringen Ausdauer, Zaubertrank der geringen Magiker und 3 Heiltränke. Sehr nice. Da ist noch ein Heiltrank. Bisschen Salz. Was haben wir hier? Steinhuscherei. Steinhuscherei nehme ich auch mit. So, hauen wir nochmal gerade einen Quicksave rein und dann würde ich sagen, weiter. Fertig? Dann gehen wir weiter. Immer, immer weiter. Was ist denn da los? Da brutzelt irgendwas. Du kleiner Folterknecht. Oh! Aua! Ist wohl weggelaufen. Jarl Ulfric bei euch? Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Wartet einen Moment. Unangenehme Pose. Folterer-Kapuze, die nehme ich mal mit, die passt eigentlich zu meinem Style, ne? Aus, als wäre etwas in diesem Käfig. In welchem Käfig? Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Okay. Möglicherweise brauchen wir das. Hier sind Dietrich hier drinne. Bald, wenn wir hier rauskommen. Schnappt euch etwas Nützliches und dann los. Ist noch irgendwas, ein Schild? Ich weiß nicht, ob ich ein Schild wirklich benutzen möchte. Hier sind auch nochmal 2 Dietriche. Geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs Band 1. Ja, muss jetzt gerade nicht sein, ne? Wir gucken jetzt erstmal, ich würde sagen, ich knacke hier alle Schlösser generell, die ich knacken kann, gerade mal. Weil man sieht unten, da, wo Schlossknacken 20 und dann 21 steht, sieht man unseren Fortschritt vom Schlossknacken. Und ja, da kann man dann recht gut... Oh, guck mal, hier ist noch ein Kollege. Oh, da kann man dann recht gut hier üben erstmal bei den einfachen Schlössern, weil die sind hier natürlich ganz unten rechts steht Novize. Das heißt, das Schloss ist nicht sehr schwer zu knacken. Zauberbuch Funken, das nehme ich auch mal mit und ein geringer Magikertrank. Was hast du denn dabei, Kollege? Novizenkapuze, Novizenrobe. Ja, wir sind keine Zauberer, aber warum auch immer die ihn hier mit seinen Habseligkeiten und Geld eingeschlossen haben. Ist natürlich die Frage, ne?
So, da ist nichts drin. Wie gesagt, das knacke ich nur wegen Erfahrung. Hier auch nochmal. Und selbst wenn der Dietrich abbricht beim Schlossknacken, bekommen wir davon trotzdem Erfahrungspunkte dazu. Man sieht hier, Schlossknacken verbessert auf Stufe 21. Und da bricht der Dietrich ab, aber, ach, man hätte es einfach nur gerade lassen müssen. Krass. So, bisschen Geld. Was hast du so dabei? Gold und Knochenmehl. Ja, nice. Okay, hier ist sonst nichts mehr drin, glaube ich, ne? Nee. Nee. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Gold und Knochenmehl nehmen wir beides mit. Knochenmehl. Gold. Okay, ach so, was ich gerade auch mal machen könnte. Wir haben ja hier dieses Buch gefunden, ne? Zauberbuch Funken. Da haben wir das gelernt. Und wenn wir jetzt in unsere Magie gehen und auf unsere Zerstörungszauber, welche sind Zerstörung? Die hier. Können wir jetzt entweder mit Blitz oder mit Flamme. Ja, wir können ja einfach mal die Funken nehmen. Einfach nur, dass ich euch das auch mal gezeigt habe, ne? So. Ach. Kommt ran, Freunde. Es gibt auch Heilzauber und es gibt Illusionen und so weiter. Warte mal, ich mach mal hier den Bogenschützen weg. Gibt's hier noch jemanden? Oh, da sehe ich was. Sekunde. Ne, wir machen mal kurz wieder Flamme drauf und dann... Oh, jetzt steht unser Kumpel da. Das ist natürlich doof. Warum rennt ihr dann durch das Feuer durch? Ja gut, ist das unser Kumpel da? Warum sind die dann... Seht nach, ob der Weg frei ist. Sorry, Ralof, Alter. Ich wollte ja nicht... Okay, wir gehen gerade erstmal hier looten, ne? Kann man hier das? Das ist keine Alchemie-Zutat. Das ist ja eine Frechheit. Ist hier irgendwo ein Secret noch? Normalerweise ist in Skyrim immer überall geheimes Zeug versteckt. Deswegen guck ich immer überall mal entlang. Aber hier scheint noch nichts zu sein, so. Okay. Eisenpfeile, Eisendolch. Den Bogen nehme ich auf jeden Fall mit. Und wenn man hier unten guckt, sieht man, wir haben Traglast 221 von 300. Das ist natürlich noch nicht so viel. Also, ne, was wir tragen können. Aber jetzt müssen wir halt gucken. Alle Items, die wir hier aufsammeln können, haben ein Gewicht. Und wenn wir hier zu viel Kram einsammeln, dann haben wir demnächst ein Problem. Und zwar, dass wir nicht mehr schnell laufen können. Deswegen versuche ich hier mal die Sachen aufzuheben, die nicht so viel wiegen. Und lass mal die Sachen, die vielleicht ein bisschen schwerer sind, gerade liegen. Wir können auch mal gerade das kaiserliche Schwert auf die Favoriten legen und den Langbogen auch. Und dann würde ich sagen, Sekunde. Machen wir mal 1 und 2. So. Was haben die Kollegen da noch dabei? Pelzschild? Ja, ein Schild brauche ich nicht unbedingt. Fellstiefel und Fellhandschuhe wiegen jeweils nur 2. Die nehmen wir auch mal mit. Genauso wie hier. Und ein Pfeil. Haben die Kollegen noch dabei? Mehr Pfeile, Langbogen. Bögen wiegen recht wenig und sind, glaube ich, relativ viel wert. Deswegen, ne? Daran müsst ihr euch leider gewöhnen, dass ich der Lootkönig bin in dem Spiel. Ich loote generell alles. So. Mal sehen, wo das hier hinführt. Boah. Okay. Keine Gegner. Kommst du? Holy shit. Das ist jetzt doof. Naja, dann halt nicht. Oh, guck mal. Ich wusste natürlich, dass das hier ist, deswegen bin ich da reingesprungen. Hüstel, Hüstel. Ist schon geil gemacht. Für 2011 ist dieses Spiel einfach absolute Meisterklasse.
Wie gesagt, ich habe auch, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt, oder schon ein paar Mal besser gesagt. Aber ich versuche hier eine neue Spielweise, die man vielleicht so auf YouTube auch noch nicht unbedingt gesehen hat. Man sieht hier, ich bin am Schleichen und alle Schleichangriffe generell verursachen doppelten Schaden. Wir haben auch gerade unser Schleichen dadurch aufgewertet, weil ich mich angeschlichen habe. Das heißt, später, wenn man richtig krasse Waffen hat... Oh, da habe ich hier einen Schleichangriff ausgelöst, der gar nicht funktioniert hat. Man sieht, die Spinnen verursachen Giftschaden an Ralof. Deswegen bleibe ich mal lieber gerade ein bisschen hinten. Ja, dezent, ne? Nehmen wir unsere Pfeile wieder und auch das Gift vielleicht von denen. So. Ja, was ich gerade erzählt habe, ich habe es natürlich schon mal gespielt, aber das ist halt so lange her mittlerweile, dass ich mich... Oh, die haben auch Menschen getötet, die Spinnen. Oh, ein Dietrich. Dass ich mich nicht mehr an alles erinnere, oder besser gesagt, ich erinnere mich an das meiste nicht mehr. Es sind so ein paar Sachen, wenn ich die dann sehe, dann erinnere ich mich daran wieder, aber in meisten Fällen eher nicht. So, das hier sind Spinneneierbeutel. Die nehmen wir natürlich mit, die Spinneneier, weil die sind Alchemiezutaten. Oh, hier ist auch noch ein... Ich wollte ihn eigentlich nicht nehmen, aber okay. Egal. Wir haben ihn jetzt genommen. Ja, ich komme ja schon. Da ist auch ein Bär. Würde ich sagen, den geben wir einfach gerade mal... Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Whoop. Oh, genau ins Gesicht. Warte, wo kommt die Spinne her? Wieso ist hier eine Spinne? Holy shit. Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass da eine Spinne war. Wir nehmen mal hier den Geldbeutel. Weil das finde ich auch geil hier. Physik-Engine. Und der klassische Skyrim-Helm. Wer kennt ihn nicht? Wo ist er? Wo ist er denn? Hier, der da. Wie kann man den nochmal hier... Kann man den nicht irgendwie angucken? Jetzt habe ich den aus Versehen angezogen. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte eigentlich beim leichten kaiserlichen Helm bleiben. Aber egal, komm. Wir tragen einfach mal hier den geilen Skyrim-Helm. Einfach nur, weil er geil aussieht. Und ja, man kann auch in dritter Person hier spielen. Wie man hier gerade sieht. Der sieht natürlich schon geil aus, der Helm, ne? Aber wie gesagt, wir bleiben eigentlich bei leichter Rüstung. Und da habe ich was aufgehoben und wir wiegen zu viel. Deswegen würde ich gerade mal den Streit... Da hat die Physik-Engine uns wohl so ein bisschen einen gegeben gerade. Da lasse ich was fallen und es dotzt erstmal fett durch die Gegend. Naja. Und da sind wir auf dem Weg nach draußen. Und ja, Freunde, ich würde sagen, das war's von der ersten Folge. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Lasst mir gerne mal in den Kommentaren da, was ihr gerne so sehen würdet von diesem Spiel hier. Wie gesagt, ich habe einen groben Plan, aber nicht wirklich komplett, ne? Einfach, weil ich auch nicht weiß, wie das alles noch genau war und so weiter. Deswegen, ich weiß grob, wie ich das machen möchte. Die ersten... Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Ja. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Komm, Ralof. Aber hier wird es bald von kaiserlichen Wimmeln. Lass mich doch mal ausreden jetzt. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Okay. Wir sehen uns dann, Ralof, ne? Ich mache jetzt hier gerade mein Folgenende gerade mal. Weißt du was? Wir machen hier gerade mal hier, wie bei Minecraft auch. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Wie gesagt, gerne ein bisschen Input geben, was ihr gerne sehen würdet. Und ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran wie ich, weil das Spiel ist einfach, es hat so viel Zeit meines Lebens schon in Anspruch genommen.
Und ich bin froh, es wieder spielen zu können. Ich freue mich auch auf das nächste Spiel, um ehrlich zu sein, auch wenn man noch nicht viel weiß und weil ja jetzt alle Messen abgesagt sind und so weiter. Egal, ich ramble jetzt hier wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir nach Flusswald gehen und mit Ralof ein bisschen weiter schnacken. Und wie gesagt, die ersten paar Folgen ein bisschen langsamer und dann werden wir auch die Ziele verfolgen, die ich mir gesetzt habe. Bis dahin. Tschüss.